Dann haben wir als nächste Leute. Und auch in diesem Rennen haben wir einen Pacemaker, Francesco Balistrelli. Der macht das Tempo hier für die Mädels und ist natürlich gefordert, dass er sich zu schnell angeht und die Mitte zu den Mädels nicht zu groß werden lässt. Klar, ich meine, die alle völlig. Ja, da muss er doch ordentlich das Tempo rausnehmen. Und hier, lang im Rhythmus der Musik, auf geht's, fließt raus. Ja, ich meine, für Basketball-Spieler, wenn ihr so, da kommen sie vor die Bühne. Charlene Matthias liegt vorne, dann die Bosse, das ist Katharina Post. Und dahinter Apostol Christina Hörl, die beiden künstlerisch auch in der Position des Top 3. Ja, das ist die Künstler, die auch so her. Berlin mit Kopf. Komplett mal weiter. 238-01. So, wir haben die Hände. Jetzt macht Christina Hering da. Die letzten 200 Meter. Vorwärts Montenegro. Hering, Matthias und Groß. Die drei gehören noch beieinander. Kann sich an den Lok wieder die Kunstzone durchsetzen. Katharina Hering. Die Hände dagegen. Ja, beinahe 600 Meter in den letzten beiden Jahren.